Weiter geht's bei den hungrigen Dorfbewohnern von Bergen hier in Foundation. Das Wetter ändert sich noch nicht, aber ihr seht, es regnet so allmählich ein bisschen. Und deswegen wollen wir uns in der heutigen Folge ums Thema Essen beschäftigen oder mit dem Thema Essen befassen. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Unter anderem werden wir die Produktion hier vorne stilllegen. Das werden wir aber erstmal nur hier machen. Und wir werden das hier bitte umstellen auf Bier. So. Möchtet ihr die Ressource aufheben? Das geht verloren. Trotzdem neu zuordnen. So, warum mache ich das? Wir haben nämlich hier noch ein bisschen Bier übrig. Das müssen wir erstmal verbrauchen und das werden wir jetzt auch tun. Und wir haben dann auch diese Leute, die hier drinne sind, erstmal frei. Und die werden wir hier auch rausziehen und die werden jetzt ihre Arbeit beenden. Jetzt ist natürlich die Frage, Mensch, wir haben noch gar keine Bierproduktion, wo kommt denn das Zeug jetzt her? Und das werden wir uns einkaufen und wir werden auch noch ein paar andere Sachen einkaufen. Wir sind jetzt nämlich bei 635 und bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal in den Haushalt und gucken mal, warum wir so viel Kohle momentan verdienen. Natürlich, weil wir aktuelle Ausgaben, wir gucken mal, beim Handel gekauft, da tun wir momentan, also da kaufen wir momentan relativ viel ein. Wir haben aber auch bei weitem nicht so hohe Ausgaben. So, wir sind mit unseren Einnahmen durch den Handel, wir verkaufen momentan relativ viele Bretter und behauene Steine haben wir beim letzten Mal auch relativ viele verkauft. Aber am Ende des Tages sind wir bei knapp 300 im Plus und haben auch noch 600 auf dem Konto. Deswegen müssen wir jetzt unser Prinzip ein bisschen umbauen, sodass wir erstmal genug Beeren speichern, damit die Leute alle Beeren bekommen, damit sie hier nicht an Hunger leiden. Und dass sie auch ab und an mal einen Fischen Brot und was anderes bekommen. So, und da müssen wir jetzt mal stückchenweise mit unserer Produktivität ein bisschen etwas verändern. Das Einzige, was ich noch schade finde bei dem Game, dass dieser Knopf Gebäude abreißen wirklich dafür sorgt, dass das Gebäude aufmacht und dann ist es weg. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das hier nicht umzubauen. Das Teil, hier vorne gibt es eine Schneidere, da gibt es eine Schneiderei. Da haben wir natürlich massiv aufgerüstet, ja, damit wir dort mehr produzieren. Und das ist auch wahrscheinlich eins der Probleme. So, der sitzt immer noch auf dem Trockenen. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Wir werden ein neues Lager errichten. Das machen wir schon mal jetzt. Und das werden wir hier vorne machen. Und dieses Lager wird das Schneidereilager werden. Damit will ich jetzt erreichen, dass wir die Wege ein bisschen abkürzen. Das wird einmal das Lagerhaus werden. Damit will ich jetzt hier erreichen. Das machen wir mal schön dahin. So. Und dann werden wir auch hier vorne diese Abbauzone einmal entfernen und auch die Aufforstungszone. Hier soll auch nicht mehr aufgeforstet werden. Und wenn hier abgebaut wird, dann wird das bitte einmal dort gemacht, damit wir jetzt wirklich mal hier die Bäume wegbekommen. Das ist jetzt wirklich das Ziel. Die müssen hier raus. So. Gut, da will ich jetzt weniger abbauen, aber da können wir mitbauen. Moment. Das war in optischen Gründen jetzt einfach mal wegmachen hier. Hier sind Schnipsel. So, besser. Gut, also, das ist weg und dann können wir hier hoffentlich ein paar mehr Schafe produzieren. Hier in diesem Lager, dort werden wir jetzt die Leute reinpacken, die wir übrig haben. In diesem Lager werden wir, Moment, jetzt mal gucken, ob ich hier auch alles aktiviert habe an Beeren. Ja. So, in diesem Lager werden wir die Produktion, die hier momentan ist, und ganz ehrlich, weiß ich nicht, wir können hier einmal ablehnen das Ganze oder Lager leeren sagen und dann schmeißen wir das hier raus. Stoffe können hier auch schon raus, da ist auch nichts drin. Und anstatt Endprodukt, wir haben auch keine Kleidung mehr. Das heißt, wir können eigentlich auch die Kleidung hier rausschmeißen. Obwohl ich das hier gut finde, weil der sehr zentral liegt. Ne? Also das finde ich jetzt so, erstmal nicht so schlimm. Aber hier vorne kommt auf jeden Fall dann Stoffe rein und das andere Zeug. Dann haben wir hier nämlich
den Weg hier relativ kurz und wir haben hier alles in einer Hand und ich hoffe, dass das die Produktion schon ein bisschen optimiert. Wenn der Wald weg ist, kommt da hinten noch ein weiterer Schäfer hin und dann werden wir die Produktion auch steigern. So, das ist Thema Nummer 1. Dann haben wir jetzt hier das Berry Brew entfernt und auch das habe ich mir schon mal angeguckt. Müssen wir einmal dahin gehen. Und wir können hier Fässer kaufen. So, nein, das ist natürlich schmal. Wir können hier keine Fässer kaufen, aber wir können hier Bier kaufen. Und da würde ich jetzt einfach stumpf das Zeug einkaufen. Und deswegen brauchen wir hier hinten den Platz. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt die Ressource ist oder doch Essen. Ah, seht ihr, das ist dann doch Essen. Wie unglaublich unerwartet. Ja. Okay, dann nehmen wir hier bitte Bier. Und dort werden wir da bitte einmal Bier bis ungefähr 20 jetzt einfach mal einkaufen und alles bis zu dieser Stückzahl einfach hier reinholen. So, also das ist das Thema. Dann haben wir die Beeren übrig. Dann haben wir mehr Bier und verbrauchen die Beeren nicht und sind dabei, unsere Stoffproduktion zu optimieren. Das ist das Thema. So, das Thema Eisen möchte ich jetzt bitte auch haben. Das einen Eisenlager haben wir ja schon. Und da gehen wir auch bitte rein und kaufen uns bitte Eisen ein. Und hier will ich allerdings nicht so viel haben. Hier würde ich gerne bis zu einer maximalen Grenze... Moment, jetzt habe ich gar nicht... Das habe ich, seht ihr, das habe ich gar nicht geprüft, ob wir Eisen überhaupt einkaufen können. Das können wir nämlich gar nicht einkaufen, ne? Wir können nämlich nur Eisen... Also Eisenerz, wir können nur Eisen einkaufen. Zu einer Summe von 6. Das sind 60 jeweils. Ah. Nee, das lassen wir bleiben. Nee, das machen wir nicht. Mm-mm. Das machen wir nicht, das kaufen wir nicht ein. So, jetzt fehlt wieder ein bisschen Weizen. Das ist aber erstmal kein Problem. Und jetzt seht ihr übrigens auch schon, da wird es auch schon direkt mehr mit dem Bier. So, wo ist das Bier? Hier hinten. Ja, das ist natürlich schon wieder extrem uncool. Das ist hier... da ist der Weg schon wieder so weit. Was haben wir denn da drin? Beeren, Fisch, Schwein... Wir machen das mal anders. Das ist ja momentan bei beidem leer. Das war zumindest ein bisschen das Optimieren. Miet und Schwein kommt dahin. Da müssen sie sich doppelt laufen. Und da kommt Bier rein. So, dann müssen wir da wahrscheinlich noch ein neues Lagerhaus bauen. Aber zumindest haben wir das schon mal. Gut, da geht es auch weiter. Das ist wichtig. Das hat Priority. Einmal bauen bitte. So, neue Leute brauchen wir nicht. Gucken wir mal, wir sind beim Jahrmarkt, das sieht momentan ganz gut aus. Neue Leute brauchen wir wahrlich im Moment nicht. Was ist denn das hier? Ein Wohnhaus? Ja, direkt neben der Schnapsbrennerei würde ich auch arbeiten wollen. Das riecht bestimmt sehr angenehm. So, ihr könnt hier immer noch raus. Beendet die Arbeit. Sehr gut. Wir haben auch noch nichts Neues. Für euch. Also macht euch diesbezüglich keine Sorgen. Ihr habt einfach nichts zu tun gerade. So, Fisch. Tja, mein Fisch ist frisch. Er wartet auf einen Arbeiter. Und jetzt müssen wir auch hier mal gucken. Was? 142? Wo wohnst du denn, ey? Hier hinten? Eieieiei. Wir können natürlich auch hier noch einen weiteren Fischer bauen. Aber am Ende des Tages... Tja... Ich befürchte, wir müssen hier wirklich auch noch einen Fischer bauen, ne? Aber ich glaube eher, dass es wirklich an der Ressourcentragerei gibt. Wir lassen uns den Fisch mal eingeblendet. Und da würde mich jetzt spielmechanisch mal was interessieren, ob ihr das wisst. Hier unten, diese Leute, die holen sich das ja immer vom Lager. Ja oder nein? Ich meine nämlich... dass die Leute sich das auch von den Produzenten holen. Das Problem ist, sie holen sich das Essen. Also, mein Verständnis ist, und korrigiert mich bitte, wenn das nicht stimmt. Er holt das Essen dort, wo es liegt. Das kann dort sein oder das kann dort sein, den Fisch. Also in dem Fall hier. So, da gibt es keinen, also würde er dahin gehen.
Ja oder nein? Ich meine ja. Punkt Nummer zwei. Der hier, der Lagerist, der holt das von hier und bringt das da rein. Oder bringt er es auch nach da? So, das ist eine Sache, das werden wir jetzt mal beobachten. Und gucken mal, der Typ dort, der ist ein Leibeigner. Und wir gucken mal, wo er arbeitet. Ja, und jetzt gucken wir mal, was er mit dem Fisch hier macht, den er da gerade abgeholt hat. Moment, jetzt gucken wir mal. Hat der jetzt Fisch oder was hat der dabei? Der hat gar keinen Fisch, ne? Was hat der denn dabei? Sind das Beeren? Der hat Beeren dabei. Okay, nichtsdestotrotz ist das ja eine interessante Sache. Bringt der das dahin? Ich meine, da ist ja leer, ne? Nee. Der bringt das ins Lager. Meine Aufgabe ist, das ins Lager zu bringen. Aber hier, da kannst du es doch direkt stehen lassen. Meine Aufgabe ist, das ins Lager zu bringen. Das ist auch völlig okay. Gut, also. Er bringt es ins Lager. Er hier, oh ja. Oh, da haben wir jetzt genau die Situation. Er bringt das da unten hin. Und das ist genau das Problem. Das heißt, er geht dahin und er geht dahin. Und diese extrem langen Wege, die hier zustande kommen, die sind hier zum Teil das Problem. Aber wir arbeiten dran. So, da kommen vier Träger bitte rein. Und hier wird nur reingepackt. Wolle und Stoff. So, dass die Produktion hier sich einfach deutlich, deutlich beschleunigt. Gut, dann haben wir das Thema. In vier Tagen sollte hoffentlich auch er hier behoben sein. Und dann sollte das auch passen. So. Dann werden wir ein weiteres Lagerhaus bauen. Das ist einmal dort unten. Das war Unsinn, das ist das Falsche. Nicht, dass ich hier das Falsche baue. Ich wollte einen Speicher bauen. Den würde ich gerne da hinsetzen. So. Da rein. Der Fisch hier kommt raus. Bitte Lager leeren. Bier haben wir, Brot haben wir, Beeren haben wir. Ja, genau. Bitte auch hier Lager leeren. Nein. Obwohl, doch. Wir verkaufen die beiden Ressourcen momentan eh nicht. Passt. So, das ist Weizen, Mehl, Miet und Schwein. Das kann da drinnen bleiben. Das kommt raus. Hier ist das Endprodukt Brot und Bier drin. Das ist noch okay. So, jetzt haben wir dort ein Zentrallager. Dort ist Beeren- und Fischproduktion für diese Abteilung hier. Und da... Tja, da warten wir immer noch auf Arbeiter, ne? Das ist hier wirklich ein Problem. Die wohnen hier sehr weit weg. Und das ist natürlich schade. Arbeitslos, Schlaubi... Schlaubi Susch. Okay, zwei Arbeitslose haben wir, die gerade ihre Arbeit beenden. Aber die wohnen beide sehr weit weg. Wir müssten eigentlich von hier dort unten jemanden hinbekommen. Ich würde hier nämlich ansonsten gerne noch einen weiteren Fischer bauen. Na, das macht keinen Sinn. Wir müssen einfach jemanden finden, der näher dran wohnt. Der rennt dann auch weniger los. Das ist sinnvoller. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Verärgerte Besucher minus 10. Luxusmangel. Steuern, Nahrung, Waren, Gottesdienst. Nahrung, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Gottesdienst. Ja, wir können natürlich auch nach hinten noch irgendwie was rausbauen, aber es macht momentan keinen großen Sinn. So. Also, er ist fertig. Ist da unten, ist er auch fertig? Nee. Bitte einmal priorisieren. Und dann werden wir die Fischproduktion und die Beerenproduktion, die werden wir dort unten einlagern. Ja, das macht, glaube ich, hier oben jetzt keinen großen Sinn mehr, weil diese Wege sind einfach zu weit. Dann holen die sich das von hier und die gehen dann den gleichen Weg. Dann ist dort hoffentlich mehr vorhanden und dann können wir hier vielleicht auch noch einen weiteren Fischer reinbauen. So, jetzt sind wir bei 75. Das wäre es jetzt, wenn wir jetzt noch unter 75 fallen, ey.
76, na bitteschön. Ah, sieht erstmal gut aus. Okay. Haben wir denn hier unten jetzt alles? Nein! Jetzt, ihr wollt mich doch veräppeln. Echt jetzt? Ich bin jetzt auf dem letzten... Ey, ist ja wohl nicht wahr. Ich bin jetzt auf dem letzten Meter um 2%... Es ist jetzt im Kopf. Alter. Grrr. Das war nicht erfolglos. Keine Arbeit dazugewiesen. Ja, das weiß ich. Rohstoffe fehlen, auch das weiß ich. Und eins ist im Bau, auch das... Alter, Alter, ey. Das ist jetzt ärgerlich. Ich muss wirklich sagen, also das wummt mich jetzt sehr tierisch, ne? Das ist ja unglaublich. Also, vor dem neuen Update lief es doch dann durchaus ein Tucken besser. Gerade auch bei dem Thema Stoff. Gucken wir jetzt nochmal rein. Da ist immer noch keine... Haben wir denn hier keine Wolle? Da ist doch 20 Wolle da. Versteht man das einer? Okay, gut. Also er ist im Bau. Da arbeiten wir dran. Jetzt haben wir dann ein Blütensträuchlein. Haben wir denn hier jetzt alles, was wir brauchen? Haushaltswaren... Produzieren wir noch nicht genug Kleidung? Ja, wir haben natürlich jetzt... Ja, danke. Wir haben jetzt natürlich auch ein Kleidungsproblem. Spannenderweise, das kommt tatsächlich durch das Update. Da haben sie ganz schön, rumgedreht an den ganzen Zahlen. Also, naja, okay. So, Speicher gebaut. Genau. Dann werden wir bitte einmal dort... So, jetzt haben wir natürlich keine Träger mehr frei. Ich würde sagen, hier vorne brauchen wir jetzt Beeren raus, Fisch raus. Dann gucken wir mal, wir müssten hier theoretisch noch dich haben. Dann könnten wir hier zwei rausnehmen. Und hier machen wir bitte Beeren und Fisch rein. Und da gibt es jetzt erstmal drei Träger. So, das ist dann hier hoffentlich auch nicht allzu weit. Und dann sollte das hier relativ schnell gehen mit der Fischproduktion. So ist zum und Bärenproduktion, so ist zumindest meine Hoffnung. Gut. Also, nächstes Thema. Bären werden wir mal untersuchen. Ja, seht ihr, das ist voll das Ding, ja? Das kann hier nicht abgeholt werden. Da ist auch voll. Und er kriegt nichts. Da vorne läuft es ja so halbwegs. Gucken wir mal, dass sich das damit jetzt, wirklich ein bisschen verbessert. Ne? So. Fisch, also haben wir 70. Brot wird jetzt auch weniger. Da arbeiten wir auch dran. Und dann sollten wir hier hoffentlich jetzt auch noch... Ein Bürger hat uns verlassen. Ernsthaft? Wer denn? Kann ich nicht mal mehr draufklicken. Oh, das ist ja doof. Das ist nicht schön, dass der geht. Also Bier haben wir definitiv genug. Daran liegt es nicht. Da brauchen wir uns also keine Gedanken zu machen. So, Nahrungsprobleme sollten jetzt mit dem Thema Beeren... Oh ja, das hat ja deutlich was gebracht hier. Okay. Gucken nochmal. Ja, da sind immer noch zu viele. Aber wir haben immer noch keine Beeren hier drinne. Wo liegen denn diese 130 Beeren denn rum? Da sind welche, da sind welche. Der Weg ist natürlich jetzt noch relativ weit. Aber zumindest der hier nicht. Okay, wir nehmen euch mal an. Ich würde gerne dort einen weiteren Träger haben. Ja, passt. Okay. So. Gut, dann haben wir das Thema Beeren. Dann müssten wir jetzt wirklich mal schauen, dass wir hier hinten mehr Schäfer produzieren, noch eine Schäferei bauen. Können wir sehr gut hier in die Ecke bauen. Es ist immer noch nicht genügend Wolle. Was mich übrigens wundert, weil die Wollproduktion halt nur halbiert wurde,
Aber ich glaube, gleichzeitig wurde, ich muss das nochmal nachgucken, das, was Stoff braucht, noch erhöht. Also haben wir ja durchaus Faktor 3 bis 4, der hier den Unterschied macht. Und man merkt das schon, ein Gemeiner hat uns verlassen. Oh nein. Ja, man merkt das ganz deutlich. Also seit dem Update ist unser Dörfchen hier in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch den freudlosen Jahrmarkt, verärgerte Besucher. Wir gucken uns das nochmal an. Aber warum sind die denn bei 0%, ey? Weil die keine Nahrung haben? Aber wir sind doch 150 Bären und kein Gottesdienst. Oh nein, Guildfall, nein, du bleibst bitte hier, oder? Das liegt wirklich an der Nahrung. Krass. Die haben Nahrung. Wir haben 3 Schweinchen und auch ein bisschen Miet. Vielleicht sollten wir wirklich gucken, dass wir davon noch ein bisschen was einkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können. Beeren könnten wir kaufen. Fisch könnten wir kaufen. Stoffe könnten wir kaufen. Da ist aber mein Anspruch, dass wir das selbst produzieren. Trauben könnten wir kaufen. Schwierig, schwierig. Haben wir da noch eine Möglichkeit der Optimierung? Nee, ne? Also spannend, ne? Dass man jetzt, dass wir jetzt auf einmal, auf einen Schlag genug Geld haben, aber plötzlich nicht mehr genug essen. Weil ich meine, wir haben 150 Beeren und da ist einfach mal nichts drin. die Woche verbraucht. Also es ist auch deutlich, ich habe das Gefühl, dass es auch deutlich weniger geworden ist, was die hier verkaufen. Auch da oben, wo sind die ganzen Leute denn, die da arbeiten? Da sind 2. Sechs diese Woche verbraucht. Das ist ja wirklich, das ist ja nix. Ich meine, das ist doch alles auf Lager bei uns. Also irgendwas, ich habe das Gefühl, dass irgendwas schiefgelaufen ist bei dem letzten Update. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder wirklich unser Prozess läuft hier wirklich. So, der holt sich jetzt 30. Blub. Genau. Also, auf zum Verkauf. Und wo ist er hier? Ich sehe da seit Ewigkeiten keine Leute mehr drin. Wir gucken uns das mal an. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft. So, wo bist du denn gerade? Du treibst dich zu Hause rum. Ich habe gerade frei. Ich arbeite. Sie arbeitet. Okay, die holt sich jetzt Beeren da unten. 10. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen wenig. Das sieht wirklich an der Reichweite, ne? Vielleicht hätten wir den besser da hinstellen sollen. Hier irgendwo. Weil der Speicher, ja, wahrscheinlich eher wirklich dahin. Ich meine, wir können ja nochmal umbauen, das ist ja kein Problem. Da unten haben wir auch 47 Beeren. Und da ist nicht eine Beere drin, ne? Verstehe ich nicht. Ich meine, die verkaufen natürlich immer ordentlich die Woche, aber wir haben 138 Beeren und irgendwie verkauft da keiner so richtig was von. So, wir gucken mal, wie es den Leuten geht.
Ja, mittlerweile haben wir das ein bisschen besser im Griff. Also die Maßnahmen fruchten auf jeden Fall schon mal. Ich bin wirklich mal überlegen, dass wir das nochmal umbauen. Ich glaube, hier hinten ist wirklich die bessere Option, ne? Da sind wir am Ende des Tages. Ja, das ist beim. Ja, da ist das Thema Fisch das Problem. Aber Fisch haben wir auch gar nicht hier. Also das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass das alles jetzt so unkoordiniert abläuft bei uns. Also jetzt kriegen wir zumindest bei den Beeren jetzt wieder. Da kommen wir jetzt auf den grünen Zweig. Fleisch passt gar nicht. Ich weiß gar nicht, hier laufen irgendwo drei Wildschweine noch rum bei uns, aber irgendwie passiert da nichts. Bei der Brotproduktion sind wir dort bei Müller und dort beim Maximum. Obwohl, der könnte eventuell noch einen zweiten Müller gebrauchen. Ne, Leute brauchen wir jetzt irgendwie so wahrlich nicht. So, da bräuchten wir noch eine weitere Schäferei. Und eventuell noch eine Stoffproduktion. Wir gucken erstmal, dass wir dieses Gebäude dort nochmal bauen. Das bauen wir da hinten hin. Das ist auch ein Problem, dass die Leute unglücklich sind, weil sie nichts zum Anziehen haben. So. Also das passt. Okay, also Beeren haben sie jetzt schon mal. Das kriegen wir jetzt im Griff. Nahrung sind wir bei minus 1. Waren minus 2. Gottesdienst, Steuern, freudloser Jahrmarkt. Und wenn der weg ist, dann kriegen wir das so allmählich langsam alles in den Griff, denke ich. Okay. Gut. Oh Mann, ey. Also, das ist ja, das ist ganz schön hart hier, jetzt gerade hier, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal so viel Probleme bekommen. Aber ich hatte es vermutet, dass wir einfach zu schnell gewachsen sind. Und wir werden weiter versuchen, das Ding hier wieder gerade zu ziehen. Und ich werde zur nächsten Folge nochmal checken, was sich genau bei der Nahrung getan hat beim letzten Update. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.